Herzlich willkommen hier auf dem Channel Stoffwindel-Lolo. Ja, heute geht es wieder um eine weitere Stoffwindel. Und zwar aus dem Hause Blümchen. Das ist aktuell hier die kleinste Einstellung. Aber was ist es für eine Stoffwindel? Das ist die Blümchen 2 in 1. Was da die Besonderheiten dran sind, erfährst du hier in diesem Video. Die erste Besonderheit ist, dass es eine Stoffwindel ist mit Snaps. Das ist eigentlich nichts Besonderes, ne? Aber die Besonderheit ist die Größe, denn es ist die Größe XL von 8 bis 25 Kilo. Sie hat hier 3 Snaps und hier 3 Snaps. Und es gibt auch nur 2 Größeneinstellungen. Diese Größe oder die größte Größe. Die größte Größe ist natürlich zugleich auch der größtmögliche Umfang. Größer ist nicht möglich. So, der Umfang geht in dem Fall von 47 bis 76 cm und wir haben auch zwei einstellbare oder beziehungsweise zwei Möglichkeiten, die Höhe zu verstellen. Und zwar, wir haben auch nur eine Snap-Reihe. Das heißt, das ist jetzt die komplett aktuell größte Größe, was mit dieser Stoffwindel möglich ist. Ja, der Auslaufschutz ist nur ein einfacher, was aber trotzdem nicht heißt, dass die Windel undicht ist. Mir passt die leider nicht, das heißt, ich konnte es nicht testen, aber ich bin mir sicher, die Firma Blümchen stellt eigentlich immer gute Stoffwindeln her, also wird es bei dieser Stoffwindel nicht anders sein und sie wird dicht sein. Ja, was ist aber jetzt das Besondere an dieser Stoffwindel, die wohl 13,95 Euro kostet? Das hier. Es ist eine Einlage mit verbaut. Und zwar, man kann sie jetzt so benutzen, macht es dem Kind um, das Kind pinkelt rein, macht großes Geschäft rein und man geht dann einfach hin und nimmt die Einlage raus. Die Einlagen kann man bei Blümchen separat nachkaufen. Das ist quasi hier so eine Einlage, die wo quasi zusätzlich an der Seite noch einen Gummizug drin hat, sodass man da quasi sagen kann, das ist dann der innere Auslaufschutz an der Einlage selber. Wie gesagt, die Einlagen kann man separat nachbestellen, sind auch verdammt weich, die Einlagen, und sie werden mit Klettverschluss gehalten. So, das war jetzt die eine Sache, für die man die benutzen kann. Die zweite Sache ist, wir haben hier so Laschen. Die klappt man hoch, auf beiden Seiten, hinten wie vorne. Und jetzt kann man sie ganz normal als normale Überhose benutzen. Das heißt, man hat den Vorteil, eventuell man benutzt die Originaleinlagen oder man sagt, hey, beim Kauf ist sie mit dabei, hey, ich benutze die einfach mit und packe aber trotzdem zusätzlich meine normalen Einlagen hier mit rein. Was hier natürlich deutlich auffällt, ist dieser breite Schnitt hinten am Po. Und das kommt halt deswegen, weil halt die Windel von 8 bis 25 Kilo ist, also für etwas größere Kinder, die zum Beispiel noch nachts ins Bett pullern oder ähnliches. Ja, mehr kann ich auch zu dieser 2 in 1 von Blümchen nicht sagen, außer die Motive ist jetzt in dem Fall Elefanten. Letztes Mal eine Überhose von Blümchen vorgestellt, da ging es dann mit Fröschen und so weiter. Das Video findest du hier. Hier findest du den Kanal zu meinem Flo, der YouTuber-Channel. Und hier findest du ein Video, wo YouTube dir vorschlägt. Kaufen kann man die übrigens bei babynatur.de. Link in der Videobeschreibung.